Am Sonntag fand in Waldkappel der Hessen-Pokalfinaltag der Juniorinnen statt. Im Finale der B-Juniorinnen standen sich Viktoria Großen-Englis und FSV Hessen-Wetzlar gegenüber. Bei tropischen Temperaturen konnte die Viktoria kurz vor der Pause durch Luna Schömann in Führung gehen. Hessen-Wetzlar kämpfte aber im zweiten Durchgang und erarbeitete sich Chance um Chance. Selina Sonak im Tor von Großen-Englis entschärfte mit einigen starken Paraden Schuss um Schuss, war aber in der 57. Minute beim Schuss von Cecilia Hähnlein machtlos. Das letzte Spiel des Tages hatte noch mal eine Menge Spannung zu bieten. Also das war alles top organisiert hier, super Einsatz von allen Helfern und es hat alles reibungslos funktioniert. Die Hitze hat uns ein bisschen zu schaffen gemacht, also gerade den Spielerinnen, aber da war alles vor Ort, um allen zu helfen. Gerne wieder in Waldkappel. Auf der Anlage des TSV Waldkappel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der die Zuschauer mit Chancen auf beiden Seiten zu begeistern wusste und das ausgefallene Finale der Frauen vergessen ließ. Definitiv sehr schade. Eintracht Frankfurt gegen Calden wäre ein super Spiel geworden. Aber ich denke, unsere Juniorinnen haben die Sache super vertreten. Wir haben eben ein Klasse B-Juniorinnen-Endspiel gesehen, wo beide Mannschaften bis zum Limit gegangen sind. Und ich denke, wir stehen den Frauen in nichts nach im Jugendbereich. Also ist zwar schade, aber wir haben es verkraftet. Schon vorher hatten die Finalspiele der D- und C-Juniorin stattgefunden. Dort setzte sich jeweils Eintracht Frankfurt durch. Und bei den B-Juniorinnen sollte die Entscheidung erst in der Verlängerung fallen. Vom Punkt war es erneut Luna Schömann, die mit ihrem Treffer für die Entscheidung sorgte. Viktoria Großen-Englis holt nach großem Kampf den Pokal bei den B-Juniorinnen. Wir sagen Glückwunsch an alle Pokalsiegerinnen des Pokalfinaltags. Das ist natürlich ein ganz super Gefühl. Das war ganz spannend bis zum Ende hin, aber wir haben bewiesen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das war ein toller Abschluss für mich auch nochmal. Das ist, kann man nicht beschreiben. Kommt quasi aus der Region Kassel. Herzlichen Glückwunsch an die TuS Viktoria Großen-Englis. Kommt einmal nach vorne.